bin Tatjana Young, 29 und aus Nürnberg. Und ich hatte jetzt im März mein 5-jähriges Jubiläum auf My Dirty Hobby. Ja, die weltweite Pandemie hat sich für uns Home-Performer natürlich sehr positiv ausgewirkt. Also es gibt momentan einen regelrechten Online-Boom. Ja, Tipps und Vorschläge, wie man sein Sexleben während der Pandemie verbessern kann. Also auf jeden Fall sollte man auf My Dirty Hobby vorbeischauen und sich tolle Videos dort kaufen oder mal in der Webcam vorbeischauen. Man hat dort nämlich den Vorteil, es ist natürlich kein persönlicher Kontakt vorhanden. Also man kommt nicht miteinander in Berührung, aber man kann natürlich miteinander chatten, man kann miteinander Spaß haben, man kann sich unterhalten, man bekommt auch was zu sehen und ja, vielleicht auch den einen oder anderen Höhepunkt natürlich. Ja, das Coronavirus hat natürlich mein Leben und auch allgemein sehr, sehr viel verändert. Man muss sich sehr einschränken, man hat so gut wie kaum noch persönlichen Kontakt mit Freunden oder mit der Familie auch. Man kommt eigentlich kaum noch aus dem Haus, man ist die meiste Zeit nur zu Hause, mal schnell zum Einkaufen oder wichtige Termine wahrnehmen und ja, dann ist man auch schon wieder zu Hause. Zum Glück habe ich jetzt ein Häuschen mit Garten und kann mich jetzt in meinem Garten immer austoben. Also wer jetzt als Home-Performer starten möchte, als Webcam-Girl oder eben als Creator, hat jetzt eigentlich genau den richtigen Zeitpunkt, um damit zu starten, weil wir gerade einen Online-Boom erleben und momentan sehr, sehr viel los ist. Videos sind gefragter denn je und natürlich auch Webcam, weil man keinen persönlichen Kontakt miteinander haben darf. Meine Social-Media-Präsenz hilft mir während der Pandemie auf jeden Fall mehr, da Social-Media momentan sehr, sehr gefragt ist. Also über Instagram, Facebook, TikTok, YouTube natürlich auch ist ganz stark gefragt und man erreicht im Moment auch wirklich sehr, sehr viele Menschen über Social-Media. Ja, am meisten vermisse ich aus meinem Leben vor der Pandemie natürlich, dass ich mich uneingeschränkt mit Freunden oder Familie treffen kann, dass man Party machen kann, dass man in den Club gehen kann, dass es keine Ausgangssperren gibt, dass ich auch nachts unterwegs sein kann, wie ich möchte und ja, und dass man auch einfach wieder sexuellen Kontakt haben kann und davon natürlich jede Menge. Also das fehlt mir wirklich sehr. Ja, meine Pläne für ein Leben nach der Pandemie, also ich will auf jeden Fall erstmal dann wieder einen drauf machen. Ich will wieder Party machen, ich will wieder weggehen, ich will mich mit Freunden treffen und ich will natürlich dann auch wieder Drehtage veranstalten und ordentlich loslegen, weil ich einfach wahnsinnig viel Spaß habe am Videos drehen. Ja, NDH hat mir natürlich geholfen oder hat mich sehr gut unterstützt als Home-Performer, indem man auf Social Media Werbung für mich gemacht hat, auch jetzt, dass ich für euch hier dieses Interview geben darf, diesen Sneak Peek machen darf und euch ein bisschen von mir erzähle jetzt von meinem Leben in der Pandemie und was ich mir so wünsche und ja, natürlich sind wir immer viel in Kontakt mit My Dirty Hobby, egal was wir brauchen, egal welche Wünsche wir haben. Es wird immer auf uns eingegangen und eine bessere Unterstützung könnte ich mir gar nicht vorstellen.